Hi Leute! Hi Leute! Wir sind gerade auf dem Weg von Frankreich zurück ins Saarland. Weil unser Auto noch in den Service muss. Richtig. Warum waren wir in Frankreich? Wir haben eine kleine Frankreich-Rundreise gemacht, von der Bretagne über die Normandie zurück über Calais und sind dann zurück ins Saarland gekommen, wegen der Inspektion unseres Fahrzeugs. Genau, wir haben uns verschiedene Sehenswürdigkeiten angeschaut. Und einige davon haben wirklich zum Nachdenken angeregt, muss man wirklich so sagen, ja, oder? Ja. Genau, der Situation, in der wir uns momentan befinden, weltweit, ist das, glaube ich, so ein bisschen, ja, kann man sagen, werden diese Aufnahmen teilweise zum Nachdenken anregen. Wir wünschen euch viel Spaß bei den Aufnahmen. Und noch was in eigener Sache. Viele von euch haben den Kanal noch nicht abonniert oder lassen auch keinen Daumen nach oben da bei unseren Videos. Ändert das doch einfach mal. Wir würden uns freuen. Also abonniert die Glocke, lasst ein Däumchen nach oben da und supportet uns damit. Wir versuchen natürlich immer besser zu werden und euch schöne Videos zu kredenzen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Haut rein, wir sind raus. Tschüss! Ciao! Hallöchen, einen wunderschönen guten Morgen. Moin, Leute. Wir haben heute Freitag, den 13. Mai. 3:29 Uhr. Und es geht auf ins nächste Abenteuer. Wir verlassen unsere alte Heimat. Und was noch passieren mag, werdet ihr in diesem Video sehen. In diesem Sinne, wir zwei wünschen euch einen schönen startenden Morgen. Und wir starten jetzt auch mal los. Wir starten jetzt auch mal los. Wir haben noch ein bisschen Fahrt vor uns. Und wir sehen uns später. Bis später. Ciao. Peace and out. Hi Leute. Servus. Hallöchen. Wir sind immer noch am Fahrt und wir haben noch 2 Stunden und 15 Minuten. Dann sind wir an unserem Ziel angekommen. Ja, noch 219 frische Kilometer und dann sind wir da. Wir freuen uns wie Bolle und ja, ich würde sagen, wir zeigen euch dann noch mehr später. Und ihr könnt ja schon mal raten, wo wir sein könnten. Genau, rate doch mal, wo wir sind. Richtig. Genau. Hi Leute, Servus. Ja, ich mache jetzt mal Feuer. Wir sind nämlich bei ganz speziellen Bekannten, Freunden, wie man es auch immer nimmt, zu Besuch. Und dazu seht ihr nachher noch einiges. Jetzt machen wir erstmal Feuer an, denn wir brauchen noch ein frisches Brot. Ich versuche jetzt mal mein Glück tatsächlich mit einem pinken Feuerzeug. Naja, man hat ja sonst nichts zum Lachen. Und schon brennt das Feuerchen. So. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Ja, das sieht ganz gut aus. Sonst hätte ich dir mit meinem neuen Feuerstahl ausgeholfen.
Naja, das geht doch so. Wir machen jetzt, oder beziehungsweise nicht ich, sondern Annika macht jetzt das Brot in den Dutch-Ofen, beziehungsweise in die Dutch-Backform. Und ja, dann freuen wir uns nachher auf ein frisches Brot. Und jetzt lassen wir einfach mal das Brot gehen. Richtig. In diesem Sinne, wir nehmen euch nachher mit, wenn das Brot fertig ist. Ciao. Kriege ich eine Zange? Jawohl. Bitteschön. Ich würde sagen, das Brot ist fertig und sieht sehr lecker aus. Oh ja, definitiv. Auf jeden Fall. Wer braucht einen Backofen? Ne, geht auch ohne. Keiner. Richtig. Ja, dann tue ich das mal eben rein und hole das da raus. Ja. Jetzt geht es am besten mit rein. Und wenn das dann gestürzt ist, guckt ihr euch das ganze Brot an. Das sieht bestimmt richtig geil aus. Ey! Oh, das klebt ganz schön. Max! Oh, Scheiße, Scheiße. Na, jetzt kommt es. Ganz schön heißes Ding, ey. Ja, also ein dünner Topflappen, gar nichts. Eine Ecke, ach, okay. Ja. Das kann man ein bisschen abschaben. Genau. Dafür, dass es Feuer gebacken ist, ist es richtig gut. Genau. So, von der Seite sieht schön aus. Perfekt aus. Voilà. So, einen wunderschönen guten Abend euch da draußen. Christina und ich sind heute mal unterwegs in einem mysteriösen alten Städtchen in der Bretagne.